Eigentlich sollte ich für 20 Minuten sprechen. Jetzt ist der Kollege Christian Schulze vom DFKI nicht hier. Ich soll deswegen bei einigen Folien ein bisschen mehr reden, wo es um die Technik der Bilderkennung geht zum Beispiel. Ich werde das versuchen. Wahrscheinlich halte ich einfach meinen Vortrag ganz normal und der landet bei 30 Minuten. Wir werden sehen. Ich wollte das auch mal ausprobieren. Darf ich? Alexa, who was Frederick Hall? I can't find the answer to the question. Okay. Sehr schön. Das ist der Maler, der das Bild gemalt hat, was Sie gerade sehen. Und wer genau hinguckt, erkennt auch, worum es da eigentlich geht. Das ist nämlich Aschenputtel, die sich gerade ein bisschen helfen lässt, die Linsen aus der Asche zu holen. Und es ist ein prototypisches Bild für den sogenannten Deus Ex Machina. Die überraschende Wendung, der überraschende Helfer, der auf einmal auftaucht und ein eigentlich für unlösbar gehaltenes Problem löst. Überraschende Hilfe bei der Auflösung. Ist das das, was Jugendschutz braucht? Haben wir mit KI-Systemen etwas, was ein Jugendschutz ex machina produzieren kann? Das möchte ich ein bisschen mit Ihnen genau durchgehen. Das Problem daran, oder nein, nicht das Problem, sondern vielleicht der Ausgangspunkt ist, den haben wir eben schon ganz gut gehört. Es hat ein Shift stattgefunden. Eine Transformation, wie man anfängt, Computer zu programmieren. Bis jetzt hatte man, also bis jetzt meine ich so Mitte der 90er Jahre, würde ich ungefähr sagen, es werden alle möglichen denkbaren Entscheidungen in ein System fest und statisch programmiert. Und man sagt eben, ich gebe dem Computer was rein und wenn das so aussieht, dann entscheide bitte so und wenn das anders aussieht, entscheide so. Man hat ihn also deterministisch programmiert. Jetzt auf einmal ist etwas Neues passiert. Man hat Zugriff auf praktisch unendliche Rechen- und Berechnungsmöglichkeiten. Man kommt relativ schnell an relativ umfassend viel Daten, die man braucht, um Entscheidungsmodelle zu konzipieren. Und man hat mit dem Internet of Things eigentlich noch mehr Sensoren, ubiquitäre Sensoren, die noch mehr Daten produzieren, wie Menschen sich eigentlich verhalten oder wie Menschen bestimmte Dinge einschätzen. Dazu kommt eben dieses maschinelle Lernen, von dem wir jetzt schon viel gehört haben. Auch das ist ein Paradigmenwechsel, der dahinter stattgefunden hat. Also von diesem symbolischen System, Symbol Y bedeutet Entscheidung Z, hat man sich abgekehrt, weil man gemerkt hat, so funktioniert das eigentlich nicht. Man kann nicht einfach alle möglichen Entscheidungen in einem System hinterlegen, sondern eigentlich muss das System selber entscheiden können, und zwar auf Grundlage von den Trainingsdaten, die wir gehört haben. Das heißt, diese neuen Lernmodelle, die in Software hinterlegt werden, die basieren auf Wahrscheinlichkeiten. Das sind probabilistische Systeme. Das heißt also, ein Computer kann nicht sagen, es handelt sich bei diesem Bild um ein Bild von Stefan Dreyer, sondern er sagt, mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei diesem Bild um Stefan Dreyer. Denn ich habe 80 andere Bilder von ihm gesehen und er sieht immer so aus. Also diese Form von Deep Learning, die wir gesehen haben, wo der Computer immer wieder trainiert wird oder sich selber trainiert, die führt dazu, dass wir mit der Rechenpower, die wir jetzt haben, Entscheidungen treffen können, die vorher nicht abbildbar gewesen sind. Und je komplexer die Entscheidungslogik ist, desto unwahrscheinlicher war es eigentlich früher, das mit diesen nicht dynamischen, mit diesen linearen Systemen herzubekommen. Voraussetzungen, aber deswegen habe ich auch den Spruch von Tom Mitchell hier mitgebracht, Entscheidung für alle diese Systeme ist aber, dass sie Erfahrung benötigen. Ohne Erfahrung sind diese Systeme saudumm. Also sie können nichts entscheiden, weil sie nämlich nicht wissen, um was es eigentlich geht. Ich habe hier ein schönes Beispiel aus den Anfängen dieser Deep Learning-Geschichte mitgebracht. Und zwar haben Forscher gesagt, wir wollen unserem System beibringen, wie ein Panzer aussieht. Man hat also dann Bilder von Panzerherstellern genommen, die eingegeben in das System und gesagt, das sind übrigens alles Bilder mit Panzern drauf. Dann hat man Bilder von Landschaften genommen und dem System gesagt, das sind Bilder ohne Panzer drauf. Und dann hat man gesagt, liebes System, jetzt wo du gelernt hast, gib mir bitte ein Bild mit Panzer aus. Was war das Problem? Warum hat der Computer sich für dieses Bild entschieden? Weil alle Bilder, die von den Herstellern geliefert worden sind, bei Sonne aufgenommen worden sind. Die Landschaftsbilder hatten sonnige und nicht sonnige Eigenheiten. Also hat der Computer gelernt, aha, da wo es hell drauf ist, ist ein Panzer drauf. Also das sind diese Probleme, die man am Anfang von diesem System hat. Man muss dem System die Welt erklären. Und das deutet eben schon darauf hin, wenn es dann um komplexere Systeme wie zum Beispiel Jugendschutzentscheidungen, ich sage nur sozial-ethische Desorientierung, benutzt, das in ein lernendes System reinzubringen, ist nicht unmöglich, aber es bedarf unglaublich viel Erfahrung dieses Systems.
Also dagegen war Go wahrscheinlich tatsächlich noch der erste Schritt. Wenn so eine Maschine dann diese ganzen Konzepte versteht, was ist denn Gewalt, was ist oder implizite Gewalt zum Beispiel, fies für ein System zu erkennen, was versteht das System und was versteht es nicht? Es versteht keine Kausalitäten zum Beispiel, es versteht nicht, wie die Welt funktioniert, sondern es rechnet mit Wahrscheinlichkeiten auf Grundlage der vorher schon trainierten Daten. Liebe, Verletzung, dergleichen, all das sind menschliche, soziale Konzepte, mit denen Computer häufig überfordert sind. Also für Jugendmedienschutzklassifikationen merken wir schon, wir brauchen eben viel mehr Daten noch als bisher, damit diese schwierigen Konzepte von den Computern verstanden werden. Wir haben deswegen schon erste Ansätze, die wir beobachten können, wenn es um künstliche Intelligenz geht im Jugendschutz, weil wir mit einfachen Konzepten sozusagen Computer schon lernen lassen können und sie können dann auch auf unbekannte Daten losgelassen werden. Also deswegen nochmal insbesondere dieses Aschenputtelbild, das funktioniert insbesondere für den Bereich des Jugendmedienschutzes und hier der Inhalteklassifikation. Bei der Klassifikation von Inhalten ist ja eine ganz typische Maßnahme oder eine ganz typische Aktivität von Jugendschutz oder im Jugendschutz. Da geht es eigentlich um dreierlei wichtige Entscheidungen. Ich muss einmal überhaupt identifiziert bekommen die relevanten Inhalte. Also enthält ein Inhalt, den ich an das System gebe, Gewalt, Erotik, Rassismus, möglicherweise Selbstverletzung oder eben so etwas anderes sozialethisch Desorientierendes. Das muss ich identifizieren. Dann, wenn ich es identifiziert habe, muss ich es einordnen. Und zwar zunächst aus rechtlicher Sicht in rechtlich zulässige Inhalte und rechtlich gänzlich unzulässige Inhalte. Das sind sozusagen die ersten Linsen, die da aus der Asche geholt werden. Dann bleibt so ein Rest übrig, wo der Computer weiß, das ist irgendwas Relevantes, also mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwas Relevantes aus Jugendschutzsicht und es ist rechtlich nicht unzulässig. Dann kommt also die Altersbewertung 06, 12, 16, 18 in Deutschland jedenfalls. Hier sollte dann eigentlich der Christian Schulze ein bisschen was dazu sagen, wie man es schafft, aus Bilderkennungsverfahren sozusagen Altersbewertungen abzuleiten. Ich kann das gleich nochmal anhand eines Beispiels versuchen. Aber auch hier gilt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, diese Linsen aus der Asche zu erkennen und dann rauszusammeln. Und zwar benutzt man dafür unterschiedliche Verfahren. Wenn ich schon klassifizierte Inhalte habe, ich kenne also einen Film oder ein Bild, von dem andere gesagt haben, das ist rechtlich unzulässig oder es ist eine ganz klare FSK 16 zum Beispiel, dann handelt es sich um bekannte, klassifizierte Inhalte. Und ich muss nur noch, wenn ich die Datei erhalte, der Software sagen, wenn das gleiche ist wie das, was du schon kennst, dann darfst du auch die gleiche Altersklassifizierung, die gleiche Inhaltsbewertung vornehmen. Also die Identifikation bereits bekannter Inhalte ist sozusagen noch das Einfachste an diesem KI-System. Schwieriger wird es, wenn es unbekannte Inhalte sind und ich muss eine Altersbewertung vornehmen als Maschine und die Kür ist sozusagen dann, wenn es um live gestreamte Inhalte geht, dort sofort Konzepte zu erkennen, die darauf hinauslaufen, dass zum Beispiel gleich Gewalt ausgeübt werden könnte. Das sind Sachen, die die KI derzeit noch regelmäßig überfordern, aber auch da gibt es erste Ansätze, kann ich gleich zeigen. Also am einfachsten, wie gesagt, die Identifikation von bekannten Inhalten. Das hier sind zwei Screenshots von der gleichen Szene aus dem Film Hulk. Die eine ist digital nachbearbeitet. Sie ist also grundsätzlich das gleiche Bild. Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie leichte Veränderungen an dem Bildmaterial. Auch das wäre natürlich schön, wenn Systeme das erkennen können. Und in der Tat ist das heute größtenteils möglich, bei Fotos und auch bei Bewegtbild bereits, dass man zum Beispiel Ausschnitte aus Filmen, die altersbewertet sind, relativ schnell erkennen und zuordnen kann. Auch die Frage, ob ich nur einen Bildausschnitt von einem jugendschutzrelevanten Bild vor mir habe, das vielleicht dazu gedacht worden ist oder geschmälert worden ist oder abgeschnitten worden ist, um es nicht so schnell in die Kontrolle oder in die Entdeckung kommen zu lassen. Auch das ist mittlerweile zuverlässig möglich. Schwieriger, wie gesagt, sind die Erkennung von bestimmten Konzepten oder Objekten, die in Bewegtbild oder in stehenden Bildern vorgenommen werden soll.
Und da gibt es eine ganze Menge von unterschiedlichen Verfahren, die spätestens beim Bewegtbild dann alle miteinander kombiniert werden. Also das Einfachste haben wir vorhin schon gehört. Ich glaube, USPROC arbeitet mit entsprechenden Ansätzen, wo es um die Bewertung von Texten geht, anhand von Keywords, aber auch anhand von wahrscheinlichen Konzepten, die hinter solchen Textblöcken stehen, wenn es um Textanalyseverfahren geht. Ich kann relativ zuverlässig schon sagen, ob ein Text, den ich auf so ein Verfahren, den ich so einem Verfahren unterziehe, ob es sich dabei um einen jugendschutzrelevanten Text handelt. Das sind Sachen, die wir seit den späten 80ern im Prinzip schon benutzen, nämlich bei der Spam-Erkennung. Es gibt also schon unendlich viele Daten für Textanalyseverfahren, deswegen funktionieren die auch ganz gut. Schwierig wird es bei Mehrdeutigkeiten, zum Beispiel bei Ironie, Metaphern, Sarkasmus, großer Fan von, aber auch bei Jugendslängen zum Beispiel. Das sind Sachen, die die Maschinen wieder erst lernen müssen, bevor die Textanalyseverfahren da zuverlässig funktionieren. Aber mit mehr Daten geht es eben dann auch besser. Audioanalyseverfahren funktionieren teilweise ganz ähnlich. Man hat also eine gute Spracherkennung, benutzt dann das Audiomaterial, um es zunächst in Text umzuwandeln und kann dann mit den Textanalyseverfahren sagen, okay, diese Audiospur von einem Film zum Beispiel gibt mir schon Hinweise darauf, dass es an bestimmten Stellen jugendschutzrechtlich relevant sein könnte. Es gibt aber auch neuere Verfahren. Deep Learning ist eben so ein Ansatz, der das ermöglicht, dass man gar nicht erst die Spracherkennung zuschalten muss, sondern dass man anhand schon des reinen Audiomaterials relativ zügig dazu kommt, dass es Szenen gibt, in denen es relevant wird. Bei Bildanalyse ist das ganz ähnlich, also auch man benutzt zum Beispiel bei Filmen einzelne Bilder, die einzelnen Frames von einem Bewegtbild, um dann sich die einzelnen Bilder mit Bildanalyseverfahren anzuschauen. Habe ich gleich noch ein Beispiel mitgebracht, wie kompliziert das dann werden kann. Aber auch dort funktioniert das so, dass man sagt, ich habe hier jetzt ein Bild und es gibt hautfarbene Pixelbereiche zum Beispiel. Man kann Gesichter erkennen, man kann Nasen erkennen und die anderen Formen, wenn ich das Gesicht habe, sozusagen die anderen Formen des Körpers, ebenfalls relativ schnell zuordnen und dann sagen, bei dieser Person handelt es sich um eine nackte Person oder um eine Person im Bikini. Also diese Wahrscheinlichkeitsberechnung bei Bildanalyseverfahren funktioniert gut bei Ganzkörperaufnahmen oder jedenfalls bei welchen, wo das Gesicht mit drauf ist, weil dann die Zuordnung relativ gut funktioniert. Schwieriger wird sie dort, wo es entweder um Gewalt geht, aber auch da wird anhand der Trainingsdaten die Erkennungsrate besser, oder aber wo es nur um Körperbereiche geht. Also die nackte Brust sozusagen ohne Gesicht ist viel schwieriger zu erkennen für einen Computer als ein Bild, was mit Gesicht oben ohne dann aufgenommen worden ist. Schwarz-Weiß-Aufnahmen sind natürlich ein Problem bei solchen Geschichten, weil man die Hautfarben sozusagen schlecht erkennen kann auf diesen Bildern. Aber auch mit der Kontexterkennung bei der Analyse von Bildern ist es extrem schwierig, ob es sich bei dem Foto um Aufklärungsmaterial handelt oder eben um ein Racheporno. Also die Bedeutung des Kontextes so eines Fotos müsste dann eben von der Maschine zusätzlich erkannt werden. Und diese Bild- und Videoanalyseverfahren sind anfällig für Trolling. Das heißt also, ich kann das System, wenn ich weiß, wie das System arbeitet, kann ich es mit Material füttern, wo ich weiß, dass das System unberechtigterweise ansprechen wird. Also zum Beispiel, es gibt so Bikinis, die Brustwarzen aufgemalt haben. Da wird jedes System sofort anspringen, weil es denkt, es handelt sich um eine nackte Brust, es ist eine angezogene. Und dann kann man sagen, ja, das System ist schlecht. Also deswegen haben diese Systeme Schwachstellen. Ich hatte schon gesagt, bei der Bewegtbilderkennung, das ist sozusagen die Königsdisziplin, wenn es um Analyseverfahren geht, weil man sich zunächst aus einem Film die einzelnen Bilder nacheinander anschauen muss und die Veränderungen feststellt. Ich kann also, wenn ich 3 oder 4 oder 5 Bilder hintereinander lege, kann ich Vektoren einzeichnen, wo jemand zum Beispiel die Hand in dem Film hebt. Und dann aus diesen Vektoren zwischen diesen einzelnen Bildern kann ich dann erkennen, ob jemand die Hand hebt oder eine Schusswaffe zum Beispiel. Und daraus kann ich dann Rückschlüsse für mein Entscheidungssystem generieren. Und das funktioniert folgendermaßen. Deswegen habe ich hier mal so ein Beispiel aus einer wissenschaftlichen Arbeit mitgebracht. Es werden zunächst die einzelnen Bilder extrahiert. Und dann wird für unterschiedliche Erkennungsmerkmale werden sogenannte Ground Truths entwickelt und jedes von diesen Konzepten versucht dann sozusagen eine Darstellungsmöglichkeit zu klassifizieren. Zum Beispiel ist eine Waffe im Bild.
Ist Feuer im Bild, ist Blut im Bild. Wird gleichzeitig auf der Tonspur geschrien, wird auf der Tonspur gleichzeitig dramatische oder das, was wir für dramatisch halten, dramatische Musik gespielt. Und all diese einzelnen Beschreibungsmerkmale werden sozusagen addiert, zu einer Wahrscheinlichkeit zusammengerechnet. Und ich habe dann nachher wieder die probabilistische Aussage darüber, ob es sich bei dieser Szene um Gewalt handelt oder um Sexualität zum Beispiel. Das ist aber, wie man sich vorstellen kann, mit hohem Rechenaufwand verbunden. Und deswegen dauert es normalerweise etwas, wenn man ein Video auf so ein System schmeißt, dass es dann eine Entscheidung produziert, vor allen Dingen, wenn es um Spielfilmlänge geht. Probleme gibt es vor allen Dingen dort, wo Filme wackelig sind. Also die normalen YouTube-Filme von den nicht professionell agierenden Nutzern. Bei solchen Sachen gibt es extreme Schwierigkeiten für diese Systeme, weil es halt verwackelt ist und die Konzepte sozusagen, also Waffe oder Faust oder was auch immer, nicht sofort erkennbar sind. Zwei weitere Probleme ist, dass überall da, wo Action ist, nicht immer gleich Gewalt ist. Also denken Sie an eine schnelle Verfolgungsjagd mit Schusswechseln zum Beispiel. Das ist aus der jugendschutzrechtlichen Sicht eben noch nicht auf einem Level, wo man sagt, da wird jetzt aggressiv Gewalt ausgeübt, als wenn jetzt jemand erschossen wird zum Beispiel im Bild. Das ist für Systeme aber schwierig zu erkennen, weil die Musik ansteigt, es erkennt Schüsse, es erkennt möglicherweise Explosionen. Und da dann zu unterscheiden, wird jemand verletzt oder nicht, dann vor allen Dingen, wenn kein Blut fließt, ist das für diese Systeme extrem schwierig. Und was anderes ist aber eher eine lustige Anekdote, solche Systeme können unglaublich schwierig zwischen Gesang und Schreien unterscheiden. Es kann also sein, dass Sie eine Konzertszene in einem Film haben, wo der Algorithmus nach oben geht und sagt, es ist wahrscheinlich eine 18, da wird gerade jemand ermordet. Nein, da singt jemand mehr oder weniger gut. Ja, die Königsklasse hatte ich vorhin schon gesagt. Aufgrund der großen Anforderungen an Rechenkapazitäten ist die Erkennung von Objekten in Livestreams extrem anspruchsvoll. Dextro ist ein Dienstleister, der für Periscope zum Beispiel zurzeit ausprobiert, in Livestreaming-Videos Objekte zu erkennen und dann entsprechend Werbung zu machen sozusagen oder das aufzulisten. Wenn ich mich wie in diesem Fall für Teddybären interessiere, dann habe ich eine Möglichkeit, auf diesen Livestream einzuschalten. Aber das geht eben auch mit vielen anderen, also wie Sie sehen hier oder auch nicht. Gibt es dort Cars, Computers, Dashcams und so weiter. Es kann also in den Livestreams suchen nach bestimmten Objekten und man kann sich dann in die für einen relevanten Streams reinschalten. Also das war so ein kurzer Überblick darüber, was diese Systeme können und was die nicht können. Es kommt am Ende dabei raus, dass wir, wenn wir Inhalteklassifizierung vornehmen wollen, unterschiedliche Möglichkeiten dazu haben, nämlich entweder wir lassen das andere machen, zum Beispiel Klassifizierer, so wie wir sie hier auch als Gastgeber haben. Wir können das selbst machen als Anbieter von solchem Inhalt oder ich lasse es eben die Nutzer machen. Das bietet sich insbesondere auf User-Generated-Plattformen an. Diese Inhalteklassifizierung kann von Hand vorgenommen werden oder ich lasse sie automatisch vornehmen oder ich lasse eben den Automaten vorfiltern und mir sozusagen anzeigen, Achtung, hier könnte es ein Problem geben und ich assistiere sozusagen dem System dann als Jugendschutzbeauftragter zum Beispiel und entscheide dann. Wir haben es also im blauen Bereich sozusagen mit Sachen zu tun, wo wir KI benutzen können bereits, entweder vollautomatisch oder als Vorfilter. Und dann haben wir den Bereich, wo wir die Menschen noch brauchen, wo es um die manuelle Klassifikation geht oder da, wo der Mensch sozusagen vorgefilterte Inhalte sich dann genauer anguckt. Und wenn man sich jetzt an, vielleicht noch nur als Hinweis darauf, ich hatte von Trainingsdaten gesprochen, haben wir jetzt schon viel zu gehört. Natürlich ist alles, was an Trainingsdaten in einem dieser Ansätze produziert wird, extrem relevant auch für die anderen. Ich kann also zum Beispiel, wenn ich Daten von den Anbietern selbst, die zum Beispiel auch vielleicht schon gute Erkennungsalgorithmen programmiert haben, dann kann ich die natürlich benutzen, wenn ich auch ein Filmklassifizierer bin, der sagt, ich muss jetzt gerade 1000 Folgen Lindenstraße klassifizieren, vielleicht hilft mir das ja, was die da schon haben. Also da entsteht auch ein Markt für solche Trainingsdaten und für die Algorithmen selbst, die das entscheiden sollen. Wir haben das vorhin bei Google gehört, offenes Ökosystem war die Rede davon. Da steckt natürlich diese Idee hinter, dass man mit den Erfahrungen aus dem einen Bereich auch dem anderen Bereich etwas zugute tun kann, ob nun gegen Bezahlung oder auch nicht. Wenn Sie aber an Jugendmedienschutz denken, dann spricht eben viel für diesen Ansatz des sogenannten Supervised Learning. Das heißt also, je mehr
gelabelte und klassifizierte Daten ich habe, desto mehr Trainingsdaten habe ich auch, die relevant sind für selbstlernende Maschinen. Und je mehr ich dann mit diesen Maschinen arbeite und je mehr ich sie trainiere, desto besser werden sie dann auch, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie auch komplexere Systeme wie zum Beispiel Eifersucht oder dergleichen erkennen können. Da hat der Jugendmedienschutz viel zu bieten und mein Plädoyer wäre heute, jedenfalls eins von denen, die ich mitgebracht habe, dass die Klassifizierer sich dessen bewusst werden müssen, was sie dort eigentlich haben. Die haben Trainingsdaten, die relevant sind für sie, für sich selbst, für die Effektivierung oder die effizientere Arbeit, aber die sie möglicherweise auch weitergeben können an Dritte, die ein Interesse an diesen Daten haben. Vielleicht noch ein Punkt zu den nutzergenerierten Klassifizierungen. Wenn ich also zum Beispiel eine Videoplattform habe wie YouTube, wo die Nutzer selber klassifizieren können und melden können, das ist ein unzulässiger Inhalt, dann kann ich diese Daten auch nutzbar machen. Ich kann sie auch benutzen als Trainingsdaten für diese Systeme, allerdings mit einem riesigen Manko, der sogenannte Noise. Also etwas, wo die Trainingsdaten wahrscheinlich nicht 100% valide sind, weil es Trolls gibt, weil Leute Fehleinschätzungen vornehmen und so weiter. Diesen Noise, der macht meine Algorithmen schlechter. Das ist ein schlechtes Trainingsmaterial. Deswegen haben Firmen wie Google ein großes Interesse daran, dass dieser Noise möglichst ausgefiltert wird sozusagen. Dafür gibt es dann auch wieder KI-Systeme, die erkennen können, wann diese Bewertungen wahrscheinlich richtig sind und wann diese Bewertungen wahrscheinlich einem Trolling geschuldet sind. Wenn man jetzt an den Titel dieser Veranstaltung denkt, dann muss man sich fragen, was macht das eigentlich aus Jugendschutzbeauftragten? Eigentlich einen Personal Trainer für Algorithmen und für lernende Systeme. Jetzt noch hinweisgebende Möglichkeiten sozusagen. Ich habe sehr viel Material. Der Algorithmus filtert für mich die relevanten Szenen zum Beispiel aus einem Film raus oder die relevanten Folgen von einer Fernsehserie, die ich mir dann als Jugendschutzbeauftragter angucken kann und dann entscheiden kann. Also da kann es noch helfen. Wenn diese Algorithmen aber besser werden durch noch mehr Training, dann stellt sich eben die Frage, ob so ein Jugendschutzbeauftragter mittelfristig dann genauso ein Experte für Data Mining oder für einen Data Scientist wird, wie wir das heute schon gehört haben. Auch deswegen das Plädoyer, sich damit zu beschäftigen als Jugendschutzbeauftragter und sich anzuschauen, ob man da frühzeitig sich thematisch mit beschäftigt, um dann einer der Ersten zu sein, die sagen können, ich habe das Konzept verstanden, ich benutze solche Sachen schon als hinweisgebende Software für mich und dadurch habe ich mir eben 20-30% der Arbeitszeit schon gespart. Grenzen haben wir eben gesehen, schwierige, komplexe soziale Konzepte wie zum Beispiel sozial-ethische Desorientierung, das wird absehbar nicht von KI-Systemen lösbar sein, sondern da werden wir immer noch den Jugendschutzbeauftragten brauchen, der das Konzept verstanden hat, verinnerlicht hat und dann entscheiden kann. Vielleicht als kritische Frage auch nachher schon in Richtung des Ethikpanels zu stellen. Bei Jugendschutz handelt es sich eigentlich um eine Materie, die von der gesellschaftlichen Selbstverständigung lebt. Also was wollen wir sozusagen als Gesellschaft unseren Kindern zumuten und was nicht? Da wäre meine Frage, inwiefern das abbildbar ist, sozusagen, wenn man diese kulturelle Selbstverständigung in Richtung von lernenden Algorithmen packt. Als Ausblick vielleicht, KI-Systeme sind, glaube ich, jetzt kurz davor, finanziell auch so rentabel zu sein, dass sie einem die Arbeit abnehmen können, sodass man Geld spart, wenn man jetzt aus unternehmerischer Sicht denkt. Noch ist der Mensch teurer, aber ich glaube, dass es nicht mehr lange ist, dass die Systeme sozusagen Kosten reduzieren können. Wann werden die Systeme besser als Menschen? Jeremy Howard hat letztes Jahr, glaube ich, gesagt, dass wir kurz davor sind, dass wir jedenfalls, was einfache Konzepte angeht, Maschinen produzieren, die besser entscheiden können als Menschen. Da stellt sich allerdings, ich bin ja nun auch Jurist, da stellt sich dann die Frage, was das für Verantwortungszuschreibung aus rechtlicher Sicht bedeutet, wenn die Maschinen entscheiden, die sich das selbst beigebracht haben und nicht mehr Maschinen entscheiden, die jemand programmiert hat. Vielleicht als Kontrapunkt zu dem, was im Jugendmedienschutz möglich ist, ein kleiner Ausblick darauf, was man mit diesen Systemen in der Medienbildung anfangen kann. Das schöne Wort Internet of Things
habe ich deswegen einfach mal ganz frech umgewandelt in Internet of Toys, weil das der Bereich ist, wo man am ehesten noch sehen kann, und ja, das hat was mit Robotik zu tun, wo man am besten sehen kann, wie Unternehmen ticken sozusagen, wenn es darum geht, KI-Systeme in diesem Bereich einzuführen, nämlich über Spielzeug. Dadurch, dass wir auch hier wieder Connected Toys haben, also Spielzeug, die mit dem Internet verbunden sind, und wir eine Verbesserung bei der Personalisierung und des Profiling sozusagen sehen, können wir hier schon erste Erfolgserlebnisse sozusagen sehen von der Industrie, die mit solchen KI-Systemen bei Spielzeug arbeitet. Das fängt im Prinzip total simpel an. Ich stecke mein iPad oder mein iPhone in ein Kuscheltier mit einer entsprechenden App drauf, und die App kann einfachste, simple Sprachbefehle dann befolgen. Lies mir eine Geschichte vor, lach mit mir, erzähl mir einen Witz, dergleichen. Das ist also das Einfachste sozusagen, wo eine einfache Spracherkennung hintergeschaltet ist und relativ wenige statische Kommandos hinterlegt sind in der Software. Ein bisschen mehr macht die Firma WUI. Die arbeitet mit Spielzeugrobotern, mit denen man spielen kann. Dann sogenannte Artificial Intelligence Vehicles. Das sind Carrera-Autos, die selbstständig die Spur halten können. Ich kann also im Prinzip wie beim Schachcomputer jetzt auch ein Carrera-Rennen fahren gegen ein Auto mit künstlicher Intelligenz. Das sind also reine optische Sensoren, die die Spur halten und ja nicht gegen eine Mauer fahren zum Beispiel. Also dann Hindernis ausweichen können. Und Lifestyle-Produkte sind dann eine dritte Kategorie, jedenfalls dieses Anbieters, die sich aber überall zurzeit finden, wo es darum geht, irgendeine Art von Interaktion zwischen Kind und Spielzeug herzustellen. Das können Wecker sein, das können Kameras sein. All diese Sachen sind dabei. Und dass das ein relevantes Feld ist, hatte letztes Jahr dann auch Google gezeigt, die sich entsprechende Patente gesichert hatten auf solche Spielzeuge, die sich von den jetzigen bestehenden vor allen Dingen dadurch unterscheiden, dass sie auch eine Kamera eingebaut haben. Etwas, was keine Kamera eingebaut hat, wo wir, glaube ich, auch noch einen kleinen Film zu haben, ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, ist das Spielzeug Dino von Cognitoy, mit dem so leichte, offene Konversationen möglich sind. Es sind also nicht mehr nur vorgefertigte Befehle, die ich dem Spielzeug geben kann, sondern aufgrund einer Spracherkennung kann ich mit dem Gespräche führen. Und, das war halb Marketing-Gag, halb Realität, die Services, die Cognitoy dort benutzt, gehören zu IBMs Watson. Das war ein künstliches Intelligenzsystem, was 2011 Jeopardy gewonnen hat im amerikanischen Fernsehen. Also klingt natürlich super und es funktioniert auch, dieses interaktive Storytelling teilweise, aber auch offene Konversation, kleinere Rechenspiele, Zahlenspiele sind damit möglich. Und was auch neu war an Cognitoy, war, dass es sich jedenfalls kurzfristig an vorausgegangene Konversationen erinnert. Das Beziehen auf den Vorsatz zum Beispiel ist etwas, was dann die KI liefern muss. Wir haben eben darüber gesprochen, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit jetzt hoch, dass es um das gleiche Thema wie eben geht. Was nicht fehlen darf heute, ist auf jeden Fall die Hello Barbie, die ja für größeren Trubel gesorgt hatte. Auch dort gibt es ein künstliches Intelligenzsystem, was die Sprache erkennt. Nicht so viel bei der Beantwortung der Sprachen, also diese offenen Konversationen wie bei Cognitoy's Dino sind sehr stark begrenzt, aber es gibt eben Blüten, so wie die, die ich gerade mitgebracht habe, wo Barbie dem Kind Trost spendet, weil es sagt, es hat schon mal einen Fisch gehabt und er ist leider gestorben. Und die Barbie selbst sagt dann, ja, das kenne ich, hatte ich auch schon, aber wir erinnern uns halt gerne an die Lieben zurück. Auch hier sind einzelne kurze Erinnerungen an das Vorhergesagte möglich. Barbie speichert sich auch lokal einige wichtige Sachen, wie zum Beispiel den Namen des Kindes oder Sprache oder dergleichen. Also es gibt Möglichkeiten, hier Konversationen zu führen, die über einen gewissen Zeitraum funktioniert. Vielleicht noch als Exkurs. Ich hatte von den Trainingsdaten gesprochen. Sie können sich vorstellen, dass die Firma, die diese KI-Systeme baut, das ist der Dienstleister ToyTalk, der das nicht nur Mattel anbietet, sondern vielen anderen Spielzeugfirmen, dass die tatsächlich ein sehr wertvolles Unternehmen sind, wenn es darum geht, Trainingsdaten von Konversationen zu bekommen, die Kinder geführt haben. Denn davon gibt es zurzeit noch nicht viele. Mit dem iPad mag das sich jetzt bessern, wenn man dann schnell erkennt, dass da gerade das kleine dreijährige Kind, was am iPad sitzt, mit Siri spricht. Aber es sind wirtschaftlich extrem interessante und relevante Trainingsdaten.
Ach so, da hatte ich noch mitgebracht. 2015 hatte die Hello Barbie den Preis für das schlechteste Spielzeug bekommen. Das lag aber nicht an tief philosophischen Konversationen, wie ich sie eben mitgebracht hatte, sondern an etwas anderem, wo ich jetzt zum Schluss zukomme. Ich wollte noch als Ausblick vielleicht geben, Nao ist ein Roboter und eher noch Pepper, sein Nachfolger, die derzeit versucht werden, für den Markt zu ordentlichen Preisen gebaut zu werden, die bereits Gefühlserkennung integriert haben. Das heißt also, die können, wenn sie mit dem Menschen interagieren, erkennen, in welcher Gemütslage sich dieser Mensch befindet und kann entsprechend dann unterschiedlich reagieren, um Trost zu spenden, um sich mitzufreuen, ein Selfie zu knipsen oder dergleichen. Was man aber an all diesen Sachen sieht, ist, dass sie immer auf das Entertainment fokussieren. Es geht immer darum, irgendwie jemanden zu unterhalten mit diesem Spielzeug. Und deswegen ist so der Schritt zur Medienbildung sozusagen eigentlich ja nicht mehr weit technisch gesehen, aber vom Konzept her schon ein Riesenschritt. Deswegen vielleicht als Ausblick in die Zukunft einige Forderungen von mir, was man machen könnte mit diesen KI-Systemen und zwar auch schon mit den bestehenden, also dafür ist nicht mehr viel nötig. Weg von diesem traditionellen Konzept der AI-Medienbildung sozusagen, wo ich die Bücher irgendwie reinschmeiße. Es kommt bei allen ins Gehirn oder ins Ohr oder wie auch immer in die Augen. Und dann wissen alle sozusagen Bescheid, was gehen soll. Sondern nein, richtig KI-basierte Medienbildungsassistenten oder Freunde, je nachdem, wie man sie nennen mag. Das ist ein Forschungsfeld, was noch relativ jung ist. Das nennt sich Artificial Intelligence in Education und ist derzeit vor allen Dingen auf die spätere Bildung, also Hochschulbildung zum Beispiel, jedenfalls aber Schule begrenzt. Im Bereich von Grundschulen und von Kindergärten oder frühkindlicher Medienerziehung habe ich es noch nicht gesehen. Dort werden also Assistenzsysteme und Tools zusammengebaut, die bei der Medienerziehung und bei der Ausbildung von Medienkompetenz helfen sollen und zwar individualisiert. Nicht so wie frühere Ansätze, dass man sozusagen so sein Lernmanagement-Tool oder seine Lernmanagement-Software dabei hat, sondern tatsächlich adaptive Systeme, die sich auf das Kommunikationsverhalten der einzelnen Personen einstimmen können. Das geht also im Prinzip in beide Richtungen, wenn man so ein System sich vorstellt. Man kann damit Kompetenz vermitteln auf der einen Seite, man kann aber auch Schutz vor gefährlichen Kommunikationen gleich mitliefern. Und mit Prediction-Ansätzen, also mit Wahrscheinlichkeiten, was gleich passieren wird sozusagen, kann man diese Systeme im Prinzip auch so gut hinkriegen, dass das System schon ahnt, dass es gleich zu einer Art von Sexting zum Beispiel kommen wird und dann entsprechend sagen kann, vielleicht keine gute Idee. Schau dir mal diese Seiten an von Opfern oder dergleichen. Aber auch durch die Beobachtung des Kommunikationsverhaltens kann das System eben lernen, was für Medienrepertoires hat ein Kind oder hat ein Jugendlicher? Was interessiert den? In was für einer Welt lebt er? Wie verhält sich seine Peergroup? Wie reden die miteinander? Was ist also Usus in der Peergroup? All das kann so ein System lernen und könnte dann entsprechend dort, wo es Defizite in der Medienkompetenz feststellt, eben durch nette, freundschaftlich gut gemeinte Ratschläge die Medienbildung gezielt verbessern. Alles das, was ich eben gesagt habe, gilt übrigens auch für Eltern. Wir können auch Medienbildungs-Apps für Eltern damit programmieren, die als echte Gefährten für die Eltern arbeiten, die an der Stelle sicherlich auch noch Nachholbedarf haben. Und wenn man dann noch weiter spinnt, dann könnte man sagen, naja, wenn das Kind so einen Gefährten hat und die Eltern haben so einen Gefährten, dann könnte, ohne dass die Eltern von den möglicherweise nicht ganz koscheren Verhaltensweisen des Kindes erfahren müsste, könnte das KI-System den Eltern an der Stelle helfen, wo das Kind am nötigsten elterliche Begleitung hat. Also man könnte sogar dort auch versuchen, die beiden Defizite auf beiden Seiten sozusagen gezielt zu verbessern. Das würde solche KI-Systeme zu echten Intermediären in der interfamilialen Medienbildung machen. Und ich glaube, dass da Potenzial drin liegt, wenn man sich anschaut, wie wenig sozusagen in vielen Familien zwischen Eltern und Kindern überhaupt noch über Medienbildung gesprochen wird. Medienerziehung by Design würde ich es dann nennen. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, wie sowas aussehen könnte. Als Ausblick und Überleitung vielleicht in den letzten Teil der Veranstaltung. Was ich hier gesagt habe, benötigt zwei Dinge. Zum einen, das haben wir schon gehört, Vertrauen
Wir müssen diesen Systemen vertrauen, wenn wir sie als echte Gefährten, als Helfer benutzen wollen in unserem Leben. Und damit die gut sind und wir ihnen vertrauen können, weil die Ratschläge, die sie geben, gut sind, müssen wir uns komplett überwachen lassen. Und das klingt erstmal nach einem Widerspruch, finde ich. Also diese Chance auf das adaptive, personenbezogene Vermitteln von Medienkompetenz müssen wir Einblick in unser sämtliches Kommunikationsverhalten zulassen. Und zwar auch bei Situationen, wo sich möglicherweise ein Kind mit höchstpersönlichen Angelegenheiten so einer künstlichen Intelligenz anvertraut. Vielleicht gerade da, weil es da dann darum geht, wenn zum Beispiel, wenn es um Kindesmisshandlung geht, wo die Eltern keine Hilfe sind, weil die vielleicht Täterinnen oder Täter sind. Also, das Problem ist, dass bisher diese Technik und die Berichterstattung darüber nicht besonders vertrauensvoll daherkommen. Es gibt Seiten von Anwaltskanzleien, die sammeln gehackte Barbie-Vorfälle, damit sie dort eine Massenklage einreichen können. Es gibt eine Website dafür, wo man sich melden kann. Es gibt Kayla, eine ebenfalls AI-basierte Puppe, die gehackt worden ist und dann Zitate von Hannibal Lecter aus dem Film Das Schweigen der Lämmer vorgelesen hat. Die Sache ist also, wie können wir solchen Systemen vertrauen, die uns überwachen sollen, damit sie uns helfen? Wie können wir das schaffen? Und dahinter steckt im Prinzip die forschungsethische, aber auch gesellschaftlich und generell ethische Frage, dass wir uns über das Mensch-Computer-Verhältnis da erneut oder immer noch auseinandersetzen müssen. Und insbesondere auch, was dann Kinder angeht, weil die Frage eben ist, wenn sie jetzt, die werden ja jetzt schon staatlich sozusagen überwacht durch NSA und Konsorten, diese ständige Überwachung, ob die Veränderung in der Persönlichkeitsentwicklung zur Folge hat, wenn es darum geht, sich dann auch noch freiwillig sozusagen in seiner Kommunikation überwachen zu lassen. Und das Zweite ist, im Prinzip öffnen wir uns damit einem technischen Paternalismus, der Vorteile haben kann, der eben aber auch viele Nachteile haben kann. Und deswegen brauchen wir die Diskussion und ich freue mich sehr dann auf das Panel später. Vielen Dank fürs Zuhören. Den Begriff werde ich auf jeden Fall mitnehmen, technischer Paternalismus. Ich glaube, wir brauchen noch ein Mikrofon für Herrn Dreyer, wenn wir eins hätten. Vielen Dank. Sollen wir das Beispiel gleich angucken? Cognitoi? Das dauert, glaube ich, 1,5 Minuten. Dann könnten Sie mal in einem Video sehen, wie diese Dinos mit Kindern interagieren. Ja? Gut, dann gucken wir das gleich zum Anfang an. Wir gehen mal einen Schritt zur Seite. Hi, my name is Lily. Hi, Lily. Nice to meet you. How far is the moon? The moon is about 250,000 miles That's from Earth on average. What is 2 plus 2? 4. Awesome job, Grayson. What is the speed of light? The speed of light is 186,000 miles per second. Can you count to 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Tell me a knock-knock joke. Knock-knock. Who's there? Lettuce. Lettuce who? Lettuce him. It is freezing outside. My favorite color is orange. Okay, I'll try to remember. Your favorite color is orange. See you later, alligator. Any wild crocodile. What would you name a dinosaur? Sparky. Sparky? Alright, you ready? Your yes. name is Sparky. Okay, you may call me Sparky. Could you spell space? Space is spelled S-P-A-C-E. You are cute. Thank you. You are making me blush. Okay, also da haben wir mal ein Beispiel gesehen, wie das aussehen könnte, wenn man dieses Spielzeug, diese Gefährten, was Sie auch anerzählt haben, mit Kindern in Verbindung bringt. Wobei das noch relativ, ich finde, das ist so, durch diese tiefe Stimme hat es auch, es ist jetzt nicht so eine super Intelligence, wo es mir so den kalten Rücken runterläuft, sondern ich habe das Gefühl, das ist wirklich ein Spielzeug. Ich erkenne irgendwie, dass es ein Spielzeug ist.
weiß nicht, ob es Kinder auch erkennen würden. Das würde sonst Angst machen, glaube ich. Also das genau. ist ja ein Produkt, was eben für Kinder gemacht ist. Also das, ich fand die Stimme schon fast zu tief. Ja, genau. Aber beim Dino ist natürlich alles erlaubt. Dinos dürfen tiefe Stimme haben, finde ich. Ich gucke mich mal ins Publikum, im Publikum um, ob Sie schon Nachfragen haben an Andrea aus dem, was wir gerade gehört haben. Da war ja einiges drin. Da hinten gibt es eine Frage in der Mitte. Ja, vielen Dank. Ich bin völlig fasziniert von diesem technischen Tool, also der Idee eines Medienbildungsassistenten oder Medienkompetenzassistenten. Und ich kann mir das auch vorstellen bei technischen Fähigkeiten, aber Medienbildung ist ja nun viel mehr, wenn es um kritische Dimensionen geht und um Verbraucherschutz und Datenschutz und diese Dinge. Denke ich, dass das Misstrauen solchen Systemen gegenüber daher rührt, dass es aus der kommerziellen Ecke kommt und ja nicht von einem neutralen Partner, der eine Art Kanon sich überlegt hat, der Sinn macht in Sachen Medienbildung. Gibt es da auch schon Ansätze oder nehmen wir das, was aus dem Spielzeugbereich kommt, irgendwie für die Bildung mit und tun das auch nur die Unternehmen? Also zurzeit ist braucht man sehr viel Geld, um diese Leute zu finden, die so etwas machen können, Data Scientists. Und NGOs zu haben, die dann im Bereich Medienbildung so etwas produzieren, ist, glaube ich, schlicht aus wirtschaftlichen Mitteln derzeit jedenfalls nicht möglich. Entweder muss man dann gucken, ob man Mäzenatentum ausruft, wo jemand sagt, ich übernehme das Geld und der NGO oder jemand Neutrales produziert dann, wenn das tatsächlich das Problem ist. Ich glaube aber, dass wenn es so einen Assistenten geben würde, dass das nicht gleich in Verruf gerät, nur weil dort jemand hintersteht, der nach wirtschaftlichen Prämissen arbeitet. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil wir benutzen täglich alles von Unternehmen, alle Apps, alles unser ganzes Leben sozusagen, haben wir schon in die Hände von privaten Unternehmen gegeben. Und gleichzeitig äußern wir ja Kritik oder jedenfalls Bedenken daran, aber wir tun es trotzdem. Und warum? Weil wir das Gefühl haben, dass die uns helfen in unserem täglichen Leben. Es macht Sachen bequemer, hilfreicher, wie auch immer. Deswegen, also Mäzenatentum wäre eine super Sache. Ich glaube aber, dass wenn es nur gut gemacht ist, dass es dann für die Nutzung fast egal ist. Mit der begleitenden Kritik, wie wir sie heute auch schon hier und da gehört haben. Würde ich gerne nochmal das Thema auf den Jugendschutz konzentrieren. Ich kann mir gut vorstellen, du hattest ja verschiedene Bereiche und ein Bereich war, das System erkennt bestimmte Risikodimensionen und meldet es mir praktisch und ich gehe dann als Mensch hin und bewerte das, im Grunde klassisch, wenn man so will. Da kann ich mir vorstellen, das ist super. Das heißt, was das System eigentlich mehr oder weniger macht, bei der FSK ist es ja so, dass die Firma da hinkommen muss und eine Freigabe abholen muss, sonst kann sie nicht veröffentlichen. In diesem Falle wäre es so, im Internet wissen wir alle, die Masse ist riesengroß, die müssen nicht zu uns kommen, also suchen wir sie auf und sagen, okay, diese Dinge gucken wir uns an und bewerten das. Der Horror allerdings wäre für mich, dass wir sozusagen die Bewertung des Jugendschutzes, die ja mit ganz viel mit Bewertung, mit gesellschaftlichen Wertvorstellungen zu tun hat, ja, dass man die sozusagen einem solchen System überlässt. Das heißt, das Ganze wäre in dem Augenblick möglich, in dem Jugendschutz so etwas wäre wie etwas, was man abhaken kann, wo man bestimmte Häkchen machen kann hinter bestimmte Kriterien und dann wäre das möglich. Aber wir alle wissen ja, jeder, der bei uns im Ausschuss sitzt oder der beispielsweise auch bei anderen Dingen in der Berlinale im Ausschuss sitzt, würde man die Berlinale demnächst zum System überlassen, unter den goldenen Bären auswerfen lassen. Da sehen wir doch, das hängt mit Geschmack zusammen. Das hängt mit vielen Dingen zusammen, die, glaube ich, sehr lange diese Systeme noch nicht können werden. Und es ist mir total der Horror, ja, dass wir uns jetzt so entmündigen lassen, und im Grunde unsere Bewertungsfähigkeiten und auch da, wo wir die Maschinen überlegen sind, das nun einer Maschine überlassen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, das wird eines Tages kommen, einfach weil es quantitativ und kostenmäßig möglicherweise anders nicht mehr machbar ist. Ja? Aber dann muss ich ehrlich sagen, würde ich auf jeden Fall so eine Maschine abschalten.
Wir nehmen noch eine zweite Frage mit, die Sie hier haben, hier in diesem Gang. Vielleicht eine Antwort auf Hajo, weil wir bei USPROC nutzen natürlich genau solche Systeme, weil anders kann man die Millionen von Webseiten nicht bewerten. Und ich sehe es genau andersrum. Es reduziert die Arbeit derjenigen, die sich da auskennen, also der Menschen, auf das, wo es wichtig ist. Wenn wir eine Pornoseite haben, die wir als Porno erkennen mit der Maschine, da muss nicht nachher nochmal ein Mensch drauf gucken und sagen, ja, ist Porno. Wenn wir aber Spiele haben und Ähnliches, wo es um Filme haben, wo es darum geht, wie die aufgenommen werden und so weiter. Das heißt, der Jugendschützer kann sich eigentlich auf das konzentrieren, was Spaß macht, nämlich Grenzfälle zu bewerten und Rezeptionen und Ähnliches und so den Alltagskram loszuwerden. Problematisch wird es da, wenn sozusagen die Verbindung von Maschine und Mensch nicht mehr funktioniert. Wenn wir zum Beispiel, was sind die größten Pornosuchmaschinen inklusive Gewaltpornografie und Kinderpornografie? Das sind die beiden großen Namen, die ich jetzt nicht nennen will. Die erkennen wunderbar Bilder, haben wir heute auch gehört. Und trotzdem kann man damit wunderbar nach Gewaltpornografie und Ähnliches suchen. Da fehlt der Link zwischen, die Maschine hat was erkannt und ein Mensch hat gesagt, das darf so nicht sein. Da arbeitet nur die Maschine, wirft raus, keiner hat entschieden, hallo, warum kann ich bei klassischen Suchmaschinen Begriffe eingeben, wo Bilder rauskommen, die eigentlich hoch verboten und illegal sind. Das ist das, wo wir immer noch Menschen brauchen und wo es dann halt oft nicht funktioniert und wo die Grenzen sozusagen sind von dieser Technik. Sie haben ja gerade den Vorteil genannt, ne? Sie können sich dann auf das konzentrieren, was wirklich Spaß macht an Ihrer Arbeit. Und da meine Frage an Sie, also was ich jetzt bei Ihnen rausgehört habe, dass Ihre Berufsbilder werden sich verändern. Meine Frage an Sie, was heißt das für die Damen und Herren, die hier sitzen? Also müssen wir jetzt Weiterbildung machen zu diesem Thema? Müssen wir irgendwelche Weichen stellen in den nächsten Jahren, um so mit diesen Intermediären auch arbeiten zu können zum Beispiel? Ja, also ich kann das jedem empfehlen. Jemand, der täglich mit Sichtungen von audiovisuellen Medien beschäftigt ist, der wird dafür bezahlt, dass er das ordentlich macht. Und in einigen Jahren wird eben dazu gehören, das ordentlich zu machen, dass man auch ein System jedenfalls auswählt, nicht selber aufsetzen möglicherweise, aber jedenfalls auswählt und dass man Grundkenntnisse hat im Bereich vom Computertraining, also wie kann ich dem lernenden System meine Entscheidung mitteilen in einer Art und Weise, die das System dann versteht und zum Training nutzen kann. Damit würde ich mich beschäftigen. Das ist natürlich, das klingt jetzt noch nach Zukunftsmusik, aber wenn man sieht, wie viel neues audiovisuelles Material entsteht, täglich, stündlich, sekündlich, dann muss man irgendwann sich zugestehen, also da sehe ich das eben, ich verstehe die Kritik von Hajo von Gottberg, aber das ist eine Qualität der Sichtung, die wir uns beim Blick auf die Masse der Medieninhalte nicht immer leisten können, sondern dann muss man eben gucken, an welcher Stelle möchte ich mir das leisten und an welcher Stelle gebe ich mich auch mit dem Algorithmus zufrieden. Und das wird dann so lange gut gehen, bis der Algorithmus eben den Menschen überholt hat, weil er alle komplexen Konzepte versteht. Das ist aber noch ein bisschen hin. Danke. Ich habe noch mal eine Frage an dich, Stefan. Was du schätzen würdest, dass diese Technologien sich weiterentwickeln, ist, glaube ich, relativ klar, dass sie auch immer distinguierter und ausgefuchster werden. Glaubst du, dass vielleicht auch von der Industrie selber in so einer Art vorauseilendem Gehorsam, um es mal negativ auszudrücken, aber innerhalb der Angebote auch, gerade im Online-Bereich, bestimmte Dinge schon ausgefiltert werden? Das heißt, dass die Lösungen schon industrieseitig kommen, dass man schon sagt, okay, was weiß ich, ich habe verschiedene Channels, der ist ab 6, der ist ab 12 und so weiter und dass die intern schon mit entsprechenden Systemen die Inhalte so vorfiltern, dass schon das Angebot sicher direkt aus dem Hause kommt? Ich würde es nicht tun. Wir haben eine Haftungsprivilegierung im Rechtsrahmen für diejenigen, die sich Content, der von Nutzern zur Verfügung gestellt wird, nicht angucken. Wenn ich einen Algorithmus vorhalte, der sich alles, was abgeloadet wird, anguckt, bin ich ab Kenntnis verantwortlich. Das heißt also, in dem Moment, wo ich den Algorithmus anschalte, bin ich rechtlich gesehen mit einem Bein, mindestens einem Bein, schon im Gefängnis. Und das ist
das Problem, also das ist ein falsches Anreizsystem sozusagen, jedenfalls aus jugendschutzrechtlicher Sicht. Man kann ja aus kommunikationsfreiheitlicher Sicht genau das Gegenteil fordern und sagen, natürlich, nutzergenerierte Inhalte soll der Anbieter als Intermediär gerade nicht für verantwortlich sein. Und das ist eben der Rechtsrahmen jetzt. Trotzdem, wie so häufig Kommunikationsfreiheiten und Jugendschutz stehen dann im Widerspruch zueinander, was diese Konzepte angeht. Also müsste man im Prinzip sagen, ja, ich würde so einen Algorithmus sofort anschalten, wo es nicht nutzergenerierte Inhalte sind, sondern wo ich selber so zum Beispiel durch systematische Medieninhalte, Ankäufe, viel Content auf eine Plattform ziehe, für den ich sowieso verantwortlich bin, dafür hilft mir das sehr. Dort, wo ich aber nicht verantwortlich bin, kann ich weiß nicht, wie die Firmen das bisher machen, aber ich würde erst ein Reporting einführen und dort, wo die Reports sozusagen nach oben schnellen, da würde ich dann zunächst mit dem Algorithmus rangehen, um zu gucken, ob ich sofort relevantes Material identifiziere oder ob jemand als Content-Moderator raufgucken muss. Ja, meine Frage wäre, wird man eigentlich nicht, vielleicht noch nicht morgen oder übermorgen, aber in mittlerer Zukunft dazu nicht darum herumkommen, künstliche Intelligenz oder solche Systeme auch einzusetzen, und zwar ab dem Zeitpunkt, je stärker dann auch künstliche Intelligenz in der Medienproduktion selber zum Einsatz kommt. Also wenn dann, wie wir es zum Beispiel bei Recommendation Engines heute schon haben, die Maschine misst, ich bin traurig und bietet mir einen lustigen Film an, oder bei dem Dino, dass die Maschine merkt, das Kind hat die Vorliebe für diese Farbe, für diese Tiere, und dann wird vielleicht der Animationsfilm auch aus den entsprechenden Komponenten zusammengestellt. Oder die Frage wäre, erübrigt sich denn genau vielleicht sogar der Jugendschutz, weil die KI-basierte Medienproduktion genau eben das Alter des Rezipienten schon mit integriert? Also das wäre jetzt keine Medienproduktion, sondern sozusagen die Auswahl dessen, was ich dann im ja, vielleicht zur Verfügung... Tatsächlich schon die Produktion, dass es aus einem bestimmten Komponentenbausatz, das dann einfach zusammengestellt wird, der Animationsclip. Ja, aber das ist, also da geht es dann ja weniger um Jugendschutz, sondern da, dass dann altersgerechte Angebote sozusagen erstellt werden auf Grundlage von künstlicher Intelligenz. Das sind dann andere Konzepte, die da hinterlegt werden müssen. Aber auch dafür lassen sich solche Maschinen ja nutzen. Ich hätte zwei Anmerkungen zu machen. Zum einen, so standardisierte Bewertungen würden da aber so eine Werteentwicklung, wie wir sie ja in der Gesellschaft haben, absolut verhindern. Also so ein Film wie, ich sag mal, Quentin Tarantino aus den letzten 2 Jahren, der wäre vor 40 Jahren gar nicht immer ausgestrahlt worden. Der wäre einfach komplett sofort auf dem Index gelandet. Und heutzutage diskutiert man vielleicht sogar schon über eine 16er, ich weiß es nicht, aber eine 18er ist ja definitiv schon da. Das ist das eine. Und das andere, fände ich es schwierig, wenn man ein standardisiertes Entwicklungskonzept für Kinder und Jugendliche irgendwie aufstellt, in dem irgendwie vorgefertigte Emotionen irgendwie angepasst, also wenn jemand traurig ist, dann muss er sofort wieder durch ein passendes Video oder durch einen passenden Content fröhlich gemacht werden, was auch irgendwie, also die Freiheit des Einzelnen ja sehr, sehr einschränkt, indem man einfach sagen kann, okay, ich bin jetzt traurig und ich lebe meine Traurigkeit aus. Das waren die beiden Aspekte, die ich mitgebracht hatte. Das Letztere war jetzt dieses paternalistische Moment, was dahinter steckt, dass man also Technik benutzt, um jemandem vorzugeben, wie er zu leben hat oder zu sein hat. Und das andere war, helfen Sie mir ganz kurz. Ja, also dass ich sagte, Jugendschutz ist Ausfluss gesellschaftlicher Selbstverständigung und die kann sich ändern, mittelfristig, nicht von heute auf morgen, aber genauso etwas bleibt dann auf der Strecke. Sie dürfen die letzte Frage stellen. Nochmal zu diesen Spielsachen. Das scheint ja ein großer Trend bei den führenden Herstellern zu sein. Also das scheint ja die Zukunft der Spielzeuge irgendwo zu sein. Meine Frage, sind wir da von unseren gesetzlichen Regelungen überhaupt vorbereitet, dass solche Produkte auf den Markt gebracht werden, die ja mit Kamera ausgestattet und dementsprechend anfällig für das Abfangen höchstpersönlicher Daten sind und deren Weiterleitung, Missbrauch, wo auch immer? Rechtlich sind wir fertig, ja. Bloß wir müssen uns als Kunden daran gewöhnen, dass wenn man einen Fernseher kauft oder einen Kühlschrank, dass man dann in Nutzungs,
Vereinbarungen oder in Lizenzbedingungen einwilligen muss. Das ist neu. Daran müssen wir uns gewöhnen. Ne? Ich mache meinen Samsung-Kühlschrank an und dann zeigt er mir als erstes den Euler an. Und ich muss dann darin einwilligen, dass der möglicherweise Nutzungsdaten an Samsung schickt. Also das ist das Neue. Aber rechtlich ist das bereits umfasst. Also das ist jetzt nicht ein neues Recht, was wir da benötigen, sondern das können wir im Prinzip mit dem bestehenden Recht einfangen. Aber dort gilt eben erstmal der Grundsatz der Vertragsautonomie bis hin zu den gesetzlichen Grenzen, AGB-Kontrollrecht und dergleichen. Aber das ist abbildbar. Das heißt, wir liefern dummerweise auch Trainingsdaten, ne? Also indem wir in die Nutzung einwilligen. Nicht dumm, ist ja gut. Dadurch werden die ja besser. Dadurch werden sie besser, aber das ist ja die Frage, die Sie am Ende gestellt haben. Also dieses, wollen wir uns überwachen lassen, damit sie besser werden und gut funktionieren, und dafür müssen wir vertrauen. Und wollen wir das? Das ist ein Zwiespalt. Genau. Den Zwiespalt besprechen wir jetzt am Ethikpodium. Ganz herzlichen Dank, Herr Dreyer. Danke.